Liebe Zuschauer, das Thema Corona erregt die Gemüter und, wie man so schön sagt, spaltet die Gesellschaft. Der Riss geht durch die Familien, könnte man schon fast sagen. Überall wird diskutiert. Und wenn auch im Moment wohl noch eine Mehrheit für die Maßnahmen der Regierung zu sein scheint, jedenfalls wenn man den Umfragen glaubt, so wächst doch auch die Zahl der Skeptiker und Kritiker, insbesondere was jetzt den neuen harten Lockdown, den sogenannten Lockdown angeht. Was mir ganz wichtig ist und was der deutschen Stimme ganz wichtig ist, dass wir uns auf einem Niveau bewegen oder auf einem Fundament bewegen, wo wir noch miteinander sprechen können und wo wir Argumente und Meinungen austauschen können und nicht gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen, weil der andere eine andere Position vertritt als man selbst. Aber es gibt einige Zeitgenossen, die diese Regel konsequent zu missachten scheinen. Einer davon ist der Ressortleiter Politik Nikolaus Blome von RTL, vom Sender RTL, der auch eine Kolumne hat beim Spiegel, bei Spiegel Online. Und dort dieser Tage, nämlich am 7. Dezember, etwas vom Stapel gelassen hat, was ein gutes oder vielmehr ein schlechtes Beispiel dafür ist, wie man es nicht machen sollte. Nämlich eben mit dem Finger auf andere zu zeigen, bloß weil diese eine andere Meinung vertreten. Und jetzt möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen, was der Mann gesagt bzw. was er geschrieben hat und worum es ihm geht. Es geht dabei um das Thema Impfpflicht. Er ist ein entschiedener Befürworter der Impfpflicht. Auch hier sage ich, ich bin anderer Meinung, aber ich akzeptiere selbstverständlich, wenn jemand dieser Auffassung ist. Nicht so Herr Blome. Nikolaus Blome beklagt sich darüber, die Politik fürchte die Impfpflicht. Ich weiß nicht, wie er da drauf kommt. Markus Söder beispielsweise hat schon im Frühjahr gesagt, er stünde einer Impfpflicht sehr aufgeschlossen gegenüber. Gut, der Bundesgesundheitsminister kann sich bisher noch nicht dazu durchringen, offensiv die Impfpflicht zu fordern. Aber auf Nachfrage hat er es auch nicht dementiert. Er hat nur gesagt, wenn sich genug Leute freiwillig impfen lassen, könne man darauf verzichten. Gleichzeitig wird darüber nachgedacht, wie man gewissermaßen Zwangsimpfungen durch die Hintertür einführen könnte, indem man beispielsweise bestimmten Berufsgruppen einfach vorschreibt, dass sie sich impfen lassen müssen oder die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn man sich nicht impfen lassen möchte. Ich finde, angesichts der Tatsache, dass dieser Impfstoff in unglaublich schneller Zeit produziert und entwickelt wurde, dass mehrere Testphasen nebeneinander abgelaufen sind, dass wir jetzt noch gar nichts über mögliche Spätwirkungen einer Impfung sagen können und auch nicht wirklich über Nebenwirkungen etwas sagen können, sicher. Angesichts dieser Tatsache ist die Skepsis in großen Teilen der Bevölkerung durchaus berechtigt. Aber der Herr Blome will davon nichts wissen. Er schreibt, und jetzt zitiere ich ihn mal, aber nein, die Politik fürchtet die Impfpflicht. Der Bundesgesundheitsminister verspricht den Leuten in die Hand, dass es keine geben werde. Eine SPD-Ministerpräsidentin warnt vor Sonderrechten für Geimpfte und die Bundesjustizministerin warnt gar, ob der gesellschaftlichen Nachteile die Ungeimpften drohen könnten. Und jetzt kommt der Stein des Anstoßes, liebe Zuschauer. Ich hingegen, so schreibt Herr Blome, ich hingegen möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Ja, Herr Blome, ich kann Ihnen nur sagen, wer so in eine Diskussion einsteigt, der braucht sich wirklich nicht zu wundern, wenn dann auch von der Gegenseite unsachliche Einlassungen kommen. Auf diese Art und Weise kann man jedenfalls in der Bevölkerung kein Vertrauen schaffen. Ich möchte, liebe Zuschauer, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und ich fordere auch Sie dazu auf, sich das nicht gefallen zu lassen, sondern sich zu überlegen, was man gegen solche, Entschuldigung, Großmäuler tun könnte. Und ich werde Ihnen am Schluss dieses Beitrages auch aufzeigen, welche Möglichkeit besteht. Also bleiben Sie bitte dran, weil ich jetzt zunächst einmal noch einen Schritt zurückgehen möchte und wir uns des Themas Corona, Impfung, Lockdown noch einmal genauer annehmen wollen, weil es mir vor allen Dingen darum geht, die Verantwortlichkeiten und die Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen, die diese wachsende Skepsis in der Bevölkerung begründen. Also bleiben Sie bitte dran,
Am Schluss des Filmes kommt dann nochmal ein Vorschlag, was man tun könnte. Ja, liebe Zuschauer, also schauen wir uns die Maßnahmen der Regierung an, insbesondere diesen sogenannten harten Lockdown, der ja im Grunde auch als Überbrückung dienen soll, also einerseits als Entlastung für die Krankenhäuser, für die Intensivstationen und gleichzeitig natürlich als Überbrückung hin zu einer Impfung. Da wurde ja eine enorme Erwartungshaltung aufgebaut, beziehungsweise ein Druck aufgebaut natürlich, der sicherlich auch aufrechterhalten wird, dadurch, dass die Leute die ganze Zeit eben entsprechende Regeln einhalten müssen, mit Maske rumlaufen müssen und so weiter. Wer den halben Tag Maske trägt oder bei jeder Gelegenheit, wenn er eben zum Einkaufen gehen will, Maske tragen muss, der hat quasi die Gefahr ständig gewissermaßen im Gesicht hängen. Er wird ständig an die Gefahr der Corona-Pandemie erinnert. Und das ist ja etwas, was die Leute auch hinführt zur Akzeptanz bestimmter Maßnahmen, eben dieses Lockdowns, beziehungsweise auch zur Akzeptanz einer Impfung. Und jetzt steht die Möglichkeit der Impfung unmittelbar bevor, nicht? Um Weihnachten herum soll dann auch in Deutschland es losgehen mit der Impferei. Bundesgesundheitsminister Spahn bereitet jetzt gerade noch eine entsprechende Reihung, eine Rangfolge vor, wer sozusagen sich zuerst impfen lassen darf oder geimpft werden soll, etc. Also schauen wir uns an, ob diese Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, wirklich zielführend sind und was überhaupt dahinter steckt. Ich hatte, weil ich nicht immer nur theoretisieren möchte, beziehungsweise gewissermaßen von oben drauf blickend und nur zahlenwälzend die Sache betrachten möchte, hatte ich im Vorfeld noch einmal mir eine Rückversicherung geholt, beziehungsweise nochmal ein Gespräch geführt mit einem mir bekannten Arzt aus der Sächsischen Schweiz. Sachsen ist ja sozusagen der Corona-Hotspot schlechthin im Moment. Die Rede ist von Dr. Johannes Müller. Er ist Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, hat auch das Zertifikat Schutzimpfungen. Also er kennt sich auf dem Gebiet schon aus. Und er ist genauso wie auch ich persönlich der Überzeugung, Corona, damit ist nicht zu spaßen. Ja, er hat also auch hohe Fallzahlen in seiner Praxis, dreistellig mittlerweile. Aber er versucht, das Ganze auch in eine vernünftige Relation zu bringen, letztlich. Er spricht von einem geringen Anteil schwerer Verläufe in einem einstelligen Prozentbereich. Er sagt, dass die Todesfälle, die er dort beobachtet, zu verzeichnen hat, das sind alles hochbetagte, multimorbide Personen, also Menschen, die sehr alt sind bzw. teilweise mehrfach schwer vorerkrankt. Dieses Bild haben wir von Anfang an und daran hat sich prinzipiell auch nichts geändert. Selbstverständlich, wenn die Fallzahlen eine entsprechende Größe erreichen, wird man genug Einzelfälle finden, wo man sagen kann, hier hat es aber auch einen Jüngeren erwischt. Und hinter jedem, den es da erwischt, steckt natürlich ein Schicksal. Das macht es so schwierig auch, über dieses Thema vernünftig zu sprechen. Aber wir müssen halt versuchen, den Gesamtüberblick irgendwo zu wahren bzw. herzustellen und uns nicht von der Perspektive Einzelner alleine leiten zu lassen. Ich kann jeden verstehen, der an den Intensivstationen arbeitet und dort verzweifelt ist und hinterherrennt, weil auf seiner Intensivstation dementsprechend eine Überlastung eintritt oder man da an der Grenze des Erträglichen arbeitet. Aber das haben wir die vergangenen Jahre bei diversen Grippewellen teilweise auch schon gehabt. Und es hat Gründe, die länger zurückliegen, die grundsätzlicher Natur sind und wo einfach keine Abhilfe geschaffen wurde. Und das muss man sich ja jetzt auch überlegen. Wenn in den letzten Jahren einfach versäumt wurde, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um unser Gesundheitssystem fit zu machen für solche Ereignisse. Und jetzt aber 99% der Bürger unter diesen Maßnahmen zu leiden haben, wo es eigentlich darum gehen müsste, ganz gezielte Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere die Risikogruppen zu schützen, dann ist das schon eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die man hier stellen muss und auch der Verantwortlichkeit der handelnden Politiker. Worüber wir ebenfalls gesprochen haben, ist die Frage,
Kann man mit solchen Lockdowns, wie wir sie jetzt schon im Frühjahr erlebt haben, oder mit dem sogenannten Wellenbrecher-Lockdown, den wir jetzt im November hatten, oder dem neuen harten Lockdown, den wir jetzt haben, kann man damit eine solche Sache in den Griff bekommen? Und auch hier hat Herr Dr. Müller ganz klar gesagt, ich kenne ihn von früher, ich war mal sein parlamentarischer Berater, wir haben zusammen im Sächsischen Landtag im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz gesessen, haben damals schon übrigens angesichts der Nachwirkungen der Schweinegrippe-Geschichte über solche Dinge diskutiert. Und er sagt auch ganz klar, also wenn man solch ein Infektionsgeschehen hat, wo ein Erreger dementsprechend über Aerosole übertragen wird, dann ist es sehr fraglich, ob das mit den Masken in der Form etwas bringt, insbesondere wenn man an diese Stoffmasken denkt. Und es ist sehr fraglich, ob man auch durch solche Maßnahmen wie einen Lockdown so etwas überhaupt in den Griff bekommt. Das kann man maximal ganz zu Beginn einer solchen Entwicklung in der sogenannten Containment-Phase ansetzen, um zu verhindern, dass sich das im Land überhaupt ausbreitet. Aber zu diesem Zeitpunkt waren Jens Spahn und Co. nicht dazu bereit, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Stattdessen wurden weiterhin Asylanten nach Deutschland eingeflogen und man hat überhaupt nichts dagegen unternommen, dass das Virus sich hier ausbreiten kann. Und erst zu einem Zeitpunkt, als es bereits zu spät war, hat man dann die ersten Maßnahmen ergriffen. Was ebenfalls beklagt wird von Medizinern und von Gesundheitspersonal in der Praxis ist, dass auch die letzten Monate in keiner Weise genutzt wurden. Also seit dem Frühjahrslockdown bis jetzt, über die Sommermonate hinweg, hätte man beispielsweise die Intensivkapazität deutlich hochfahren müssen. Stattdessen wurden Krankenhäuser geschlossen. Übrigens auch natürlich durch die Maßnahmen im Frühjahr des Jahres ist es so, dass Krankenhäuser geschlossen werden mussten, dass Personal entlassen werden musste. Insbesondere ist es auch so, dass im September und Oktober Intensivkapazitäten abgebaut wurden. 3000 Betten wurden abgebaut. Herr Dr. Müller fragt beispielsweise auch, warum hat man nicht damit begonnen, in verstärktem Maße infektiologische Spezialeinrichtungen zu schaffen? Stattdessen sind die Leute nach wie vor in einem Gebäude verbunden über eine Luftumwälzungsanlage etc. Warum hat man also die letzten Monate nicht dazu genutzt, sich optimal auf diese sogenannte zweite Welle vorzubereiten, wenn man denn schon damit gerechnet hat, dass sie kommen würde? Auch generell ist die Frage, inwieweit man sich davor wirkungsvoll schützen kann. Wir sprachen ja das Thema Aerosole gerade schon an. Ein Großteil aller Mitarbeiter in den Kliniken haben sich auf Intensivstationen angesteckt. Ja, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, trotz Masken, spezieller medizinischer Masken, trotz Schutzanzügen und all den Maßnahmen, die dort speziell eingeleitet wurden, die natürlich die Arbeit auch extrem erschweren für das Personal dort. Aber es hat letztlich nicht so viel gebracht. Sie haben sich trotzdem angesteckt. Auch mal die Frage, die Grippewelle 2017-18, die über 25.000 Tote letztlich gefordert hat. Hat man da einen Lockdown verhängt? Da hat man das einfach in Kauf genommen. Vermutlich auch, weil man wusste, dagegen lässt sich nicht viel machen, außer eben das Gesundheitssystem dementsprechend fit zu machen, um die Folgen entsprechend bewältigen zu können. Oder nehmen wir jetzt die Maßnahmen im Hinblick, in wirtschaftlicher Hinsicht kurz in den Blick. Wie sinnvoll ist es, tatsächlich für einen kurzen Zeitraum um Weihnachten herum die Möglichkeit zu eröffnen, dann etwa ein Hotel zu eröffnen oder so, wie das angedacht war. Beispiel ein Hotel in der Sächsischen Schweiz mit 300 Betten, nicht wahr? Das soll dann am 23. Dezember hochgefahren werden, um am 27. Dezember wieder runterzufahren. Also das sind also die ganzen Diskussionen, die da überhaupt geführt wurden. Erst Lockdown Light, jetzt der harte Lockdown. Das ist auch alles so inkonsequent und inkonsistent insgesamt, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, haben unsere Politiker da überhaupt noch einen Plan?
Warum wird nicht für einen gezielten Schutz der Bevölkerung der entsprechenden Risikogruppen gesorgt? Zum Beispiel über getrennte Einkaufszeiten für Jüngere, für Senioren, wie das etwa in Tübingen durchaus erfolgreich praktiziert wird. Ja? Oder solche Regelungen wie die, dass Väter bei der Geburt nicht dabei sein dürfen. Auch das ist natürlich etwas, nicht? Also Mann und Frau sind nun mal die ganze Zeit zusammen und dann sollen sie ausgerechnet zur Geburt dann plötzlich dann nicht mehr dabei sein. Also das zeigt ja auch die ganze Widersinnigkeit entsprechender Regelungen, wo vielen dann mittlerweile auch das Verständnis fehlt. Schlussendlich die Erkenntnis auch, dass Leute, die in den Lockdown geschickt werden, natürlich auch nicht dazu in der Lage sind, den Gesundheitsbetrieb letztlich aufrechtzuerhalten. Insgesamt, liebe Zuschauer, bin ich der Auffassung, dass wir die Ebene der sachlichen, zielgerichteten Diskussion, jedenfalls in den Mainstream-Medien und überhaupt in der offiziellen Politik, längst verlassen haben. Das wird deutlich letztlich an Aussagen von Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen, der sagt, man müsse jetzt einen autoritären Staat errichten, nicht wahr? Hier wird er von NTV zitiert, Kretschmer, da ist jetzt Schluss, nun brauche es einen autoritären Staat, ihm reiße der Geduldsfaden und letztlich Meinungen sind keine Fakten. Das ist auch überhaupt sowas, ja. Genauso stellt sich auch Frau Merkel hin im Bundestag in der Debatte und sagt, sie habe in der DDR Physik studiert. Warum? Weil sie sich auf die Naturgesetze sozusagen, an den Naturgesetzen orientiere, an der Wissenschaft orientiere und vergleicht letztlich ihre Auffassung vom Coronavirus und der notwendigen Politik zur Eindämmung desselben mit Naturgesetzen. Ja, damit macht sie im Grunde genommen genau das, was sie in anderen Zusammenhängen auch schon getan hat, nämlich, dass sie die Alternativlosigkeit ihrer Politik schon wieder herausstreicht. Wir dürfen ja eines nicht vergessen, es geht hier um Fallzahlen, es geht um Belastungsquoten, etwa in der Intensivmedizin. Es geht um die Frage, wie verbreitet sich das Virus, welche Gefährlichkeit hat es tatsächlich. Das heißt, das, was Frau Merkel macht, ist, dass sie ihre eigene Anschauung über die Dinge als Fakt, als Naturgesetz sogar darstellt. Es ist aber kein Naturgesetz wie die Lichtgeschwindigkeit oder die Schwerkraft, was sie dort vorträgt. Gab übrigens eine ganz hervorragende Abhandlung darüber in der Neuen Zürcher Zeitung, wo auch über diesen Rigorismus berichtet wird, mit dem mittlerweile versucht wird, jegliche Diskussion über wissenschaftliche Fakten im Keim zu ersticken, indem man einfach den Charakter auch von Wissenschaft konsequent negiert. Wissenschaft bedeutet nämlich gerade nicht, im Besitz der alleinselig machenden Wahrheit zu sein. Oder wie Frau Merkel sagte, sie glaube an die Aufklärung. Frau Merkel, es ist das Merkmal der Aufklärung, nicht zu glauben. Es ist das Merkmal der Aufklärung, zu hinterfragen. Und wenn Bürger das tun, ist es nicht ihre Aufgabe und haben sie auch nicht das Recht, mit dem Finger auf diese zu zeigen. Aber gehen wir auch noch mal ein bisschen in die einzelnen Dinge hinein, etwa zur Frage der Belastung der Intensivkapazitäten. Da möchte ich doch dann mal daran erinnern, dass, wie ich ja vorhin auch schon andeutete, in den letzten Monaten sogar Intensivkapazitäten abgebaut wurden. Und womit hängt das zusammen? Insbesondere, wenn man das jetzt nicht nur die letzten Monate anschaut, da ist es schon klar, wir sind in einer kapitalen Wirtschaftskrise und Deutschlands Krankenhäuser sind ohnehin unterfinanziert. Und da kann man auch mal ruhig ein paar Jahre zurückgehen. Also beispielsweise war auf der des Populismus ja völlig unverdächtigen Portals Zeit Online ein Beitrag darüber unter der Überschrift Kliniken schließen, wenn sie am nötigsten gebraucht werden. Deutschlands Krankenhäuser sind oft chronisch unterfinanziert. Mitten in der Corona-Krise werden Ärzte und Pflegekräfte gekündigt oder in Kurzarbeit
geschickt. Der Artikel stammt vom 7. April 2020. Wir denken uns das hier also nicht aus. Das, was wir jetzt erleben, ist die unmittelbare Folge des ersten angeblicher alternativlosen Lockdowns im März. Noch Ende Februar dieses Jahres befürwortete Jens Spahn Klinikschließungen. Und zwar hatte er dort mehr Mut bei Krankenhausschließungen empfohlen und sich dazu auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung bezogen aus dem Jahr 2019, nach der die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland von 1400 auf 600 Kliniken reduziert werden müsste. Zwei Drittel der Krankenhäuser seien überflüssig. Ja, Herr Spahn, was können wir froh sein, dass wir auf Ihren Ratschlag von Anfang des Jahres und auf diese ominöse Studie nicht gehört haben. Und was ist der Grund für diese Geschichte? Ganz einfach, weil die Krankenhäuser seit der Einführung der Fallpauschalen eben für jede Behandlung einen festen Betrag bekommen, nicht mehr abhängig von der Länge der Behandlungsdauer, sondern es sind einfach sind dann nicht mehr die Tagessätze, sondern Fallpauschalen, und dementsprechend sind die Krankenhäuser unterfinanziert, insbesondere im ländlichen Raum macht sich das bemerkbar, und genau da haben wir ja auch diese Überlastungen, gerade jetzt auch in Sachsen. Ja, Spahn wünscht sich mehr Mut bei Krankenhausschließungen. Die BZ Berlin berichtete am 6. Dezember darüber, auch nochmal als Beleg dafür, dass wir uns das hier nicht ausdenken, dass die Intensivstationen auch vor Corona schon am Limit waren. Und das ist ein interessantes Zitat aus dem Deutschen Ärzteblatt vom Oktober 2019. Oktober 2019. Zitat: Bereits jetzt kommt es in Spitzenzeiten wie der Grippewelle 2017-18 zu Einschränkungen in der Notfallversorgung der Bevölkerung. Und direkt nach dieser Grippewelle, die rund 25.000 Todesopfer forderte, stellte das ARD-Mittagsmagazin am 27. März 2018 fest, die jährliche Grippesaison führt zu einer Krise im System. Als Beispiel wurde der Großraum München genannt, in dem in einer Nacht in jenem März alle Intensivstationen sämtlicher Krankenhäuser wegen Überfüllung geschlossen wurden. All das war bekannt, aber statt die Kapazitäten auszubauen, wurden sie eben, wie gesagt, weiter abgebaut. Im Jahr 2017 wurde darüber berichtet, dass die Kliniken beispielsweise in Franken an der Belastungsgrenze seien. Auch dort, die Grippewelle war auf dem Höhepunkt. Was hat man getan? Man hat weiter Krankenhäuser geschlossen, man hat weiter Kapazitäten abgebaut. Ganz aktuell die Einlassung des Chefs der Arzneimittelfirma und des Krankenhausbetreibers Fresenius Helios Kliniken Sturm, der am 14. Dezember beklagt hat, dass dieser völlig einseitige Blick auf die Intensivbetten falsch sei, wie er sagt. Und genau damit, mit dieser Überlastung, wird ja jetzt der harte Lockdown begründet. Er sagt, dort, wo es zu Engpässen in Krankenhäusern gekommen sei, sei das meist wegen des Mangels an Intensivpflegekräften geschehen und nicht wegen fehlender Intensivbetten. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann noch so viele Intensivbetten haben, wenn ich das Personal dafür nicht habe, komme ich da auch nicht weit. Den viel diskutierten Personalmangel habe es schon vor der Corona-Krise gegeben, sagte Sturm. Nur zur Info, Fresenius ist mit seiner Tochter Helios Deutschlands größter privater Klinikbetreiber. Helios beispielsweise bietet auch schon seit einigen Monaten ganz transparent die jeweiligen Belastungsdarstellungen sozusagen auf seiner Internetseite an. Wir packen das übrigens auch alles, diese Verweise unten in die Beschreibung hinein. Sie können das alles nachvollziehen, was ich Ihnen jetzt hier erzähle. Sturm sagt weiter, selbst wenn Intensivkapazitäten ausgeschöpft sein sollten, können Covid-Patienten stationär behandelt werden, zum Beispiel durch den Einsatz von Intermediate-Care-Stationen. Aber die einseitige Ausrichtung der Politik auf das Virus sei falsch.
Und auch das ist etwas, worüber ich mich mit unserem Praktiker, mit unserem Allgemeinmediziner aus der Sächsischen Schweiz unterhalten hatte, der mich auch darauf hinwies, wir haben ja auch noch andere Erkrankungen, wie beispielsweise Herzinfarkte. Nach wie vor ist es in Deutschland so, dass jeder dritte Herzinfarkt unterm Strich tödlich ausgeht. Und das hängt insbesondere von der Frage ab, wie schnell man reagiert, wie gut und wie entschlossen man dort handelt. Und auch Sturm sagt, eine einseitige Ausrichtung sei falsch. Herzinfarkte und Schlaganfälle gibt es trotzdem. Und er warnt, wenn wir so weitermachen, dann werde man in den kommenden Jahren den Preis dafür bezahlen, in Form von Übersterblichkeit, etwa bei Krebspatienten, weil wir eben jetzt alles nur noch auf die Frage Corona reduzieren. Ja, all diese Fakten müssten ja unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eigentlich bekannt sein. Aber entweder der Mann macht das absichtlich oder er hat einfach überhaupt gar keinen Plan. Jetzt werde ich auch mal ein bisschen unsachlich, aber wenn man sich das eben vergegenwärtigt, dass er erst diesen Lockdown im Frühjahr gemacht hat mit unserer Gottkanzlerin zusammen, dann wenig später, er sagte nämlich am 1. September, dass man mit dem Wissen von heute, also mit dem Wissen vom 1. September, würde man keinen Einzelhandel mehr schließen und es wird auch keinen Lockdown in der Form mehr geben. Das wird nicht nochmal passieren, hat er gesagt, um das jetzt aber wieder durchzuführen. Ja? Und jetzt einen harten Lockdown, nachdem man vorher einen offenbar völlig untauglichen Wellenbrecher-Lockdown veranstaltet hat. Ja, was denn nun, Herr Spahn? Also Sie tappen ja wohl auch absolut im Dunkeln, aber richtig im Dunkeln tappt man auch, wenn man sich darauf verlässt, dass jetzt endlich mal die Risikogruppen entsprechend vernünftig geschützt werden und dass man hingeht und in den Altenpflegeheimen entsprechend Vorsorge trifft. Was ist da eigentlich geschehen? Wenn ich dann diese Meldung mir vor Augen halte, dass Sie es tatsächlich geschafft haben, an die Altenpflegeheime völlig unbrauchbare Masken zu liefern, die offenbar noch nicht mal DEKRA-zertifiziert sind, sodass die AWO in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, die können wir gleich in die Tonne kloppen. Diese Masken sind völlig untauglich, heißt es da. Nicht wahr? Die Arbeiterwohlfahrt warnt ihre Pflegeheime im westlichen Westfalen vor dem Gebrauch von Atemschutzmasken, die die Bundesregierung geliefert hat. In den vergangenen Tagen seien bei den knapp 60 Einrichtungen 30.000 FFP2-Schutzmasken angekommen, die für den Einsatz in der Pflege nicht zu gebrauchen seien. Spahn hatte Anfang November laut Funke Mediengruppe angekündigt, bundesweit 290 Millionen Masken an Pflegeheime und ambulante Dienste verteilen zu wollen. Die Einrichtungen sollen demnach jeweils 1000 hochwertige FFP2-Masken und 2000 einfache OP-Masken erhalten. Doch nach ersten Recherchen hat die AWO in Nordrhein-Westfalen Zweifel bekommen und verkündet, dass die Masken dieses Fabrikats überhaupt keine DEKRA-Zulassung zu haben scheinen, weshalb man sie schlichtweg nicht gebrauchen kann, weil die Sicherheit eben nicht gewährleistet ist. Ja, also so viel zu Herrn Spahn, der es ja wie gesagt auch in der Vergangenheit versäumt hat, entsprechend Vorsorge zu treffen oder in den letzten Monaten das Gesundheitssystem dementsprechend in einen Zustand zu versetzen, dass wir mit der Situation fertig werden können. Ja, und jetzt komme ich mal langsam wieder auf die Eingangssequenz zurück mit dem Herrn Blome, der gesagt hat, die ganze Republik möge mit dem Finger auf sie zeigen, quasi auf die Impfskeptiker bzw. auf diejenigen, die die Regierungsmaßnahmen wohl nicht verstehen oder nicht mittragen wollen oder er meint ja, die sich jetzt nicht freiwillig impfen lassen wollen und so weiter. Es ist mitnichten so, dass die Wissenschaft diese Forderungen stellt, wie Frau Merkel in ihrer Bundestagsrede gesagt hat. Es gibt nämlich nicht die Wissenschaft, sondern es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen. Und da wurde ja insbesondere dieses Papier der Leopoldina angeführt, ein dramatischer Appell, man möge doch jetzt den harten Lockdown machen, obwohl gar nicht klar ist, ob all diese Lockdowns, ob nun hart oder light, irgendetwas bringen in dem Zusammenhang oder es nicht vielleicht besser wäre, doch
oder besser gewesen wäre, auf Herden- oder Kohortenimmunität zu setzen. Das ist nämlich äußerst umstritten. Es gibt namhafte Mediziner, die das vertreten und die sagen, wir können das mit diesen Maßnahmen ohnehin nicht aufhalten. Es verbreitet sich früher oder später. Und wir müssen einfach die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens so ausbauen, dass wir dazu in der Lage sind, damit umzugehen, die Risikogruppen gezielt und intelligent schützen, aber nicht alles zerschlagen, auch wirtschaftlich zerschlagen, denn irgendjemand muss das Gesundheitswesen auch finanzieren. Es ist nicht die Wissenschaft, die diese Forderungen erhebt. Und insbesondere auch aus den Reihen der Leopoldina selbst kommt mittlerweile Widerstand. Beispielsweise hat dort Professor Dr. Michael Esfeld, Lehrstuhlinhaber der Wissenschaftsphilosophie der Universität Lausanne und Mitglied der Leopoldina seit 2010, in einem Aufsatz sich klar davon distanziert, von diesem Papier und gesagt, Zitat, in einer solchen Situation wissenschaftlicher und ethischer Kontroverse sollte die Leopoldina ihre Autorität nicht dazu verwenden, einseitige Stellungnahmen zu verfassen, die vorgeben, eine bestimmte politische Position wissenschaftlich zu untermauern. Und genau das ist nämlich der Punkt. Jetzt wird die Wissenschaft als Referenz angeführt, um zu sagen, wir werden jetzt hier die gesamte Autorität des Staates zur Geltung bringen, wie Ministerpräsident Kretschmer sagt. Wir wollen den autoritären Staat, der die Maßnahmen jetzt durchsetzt, so lange, bis ihr bereit seid, euch impfen zu lassen. Und das zeigt sich ja jetzt auch ganz klar, indem dann am Wochenende, dem 12. und 13. Dezember, sämtliche Corona-kritischen Demos verboten wurden. Es wurde sogar eine Gruppe, die auf der Anreise war, wurde von der Polizei gesagt, hier sämtliche regierungs- und Corona-kritischen Demos sind verboten. Es wurden verboten die Demos in Frankfurt am Main, in Erfurt, in Dresden. Es werden Einsätze gefahren gegen Weihnachtsmarktbesucher oder Glühweinkonsumenten. Beispielsweise hier im sächsischen Riesa ist man vorgegangen gegen eine Familie, die in Zusammenarbeit mit den Behörden nach Vorlage eines Hygienekonzepts einen privaten Weihnachtsmarkt organisiert hat, wo einfach in entsprechenden Abständen so Ausschnitte aus Märchen und so bestimmte Weihnachtsszenen dargestellt wurden. Und dann hat die wohl irgendjemand verpfiffen oder die Polizei hat das mitbekommen. Da wurde da ein Rieseneinsatz gefahren, um diese Versammlung, die aber eigentlich angemeldet war, um diese private Veranstaltung aufzulösen. Die Familie dort hat gesagt, oder eine Dame, die da interviewt wurde, hat gesagt, sie seien sich vorgekommen wie Verbrecher, weil sie hier versucht haben, für die Kinder irgendwie noch so eine schöne weihnachtliche Geschichte zu machen, an der sie sich trotz dieser ganzen Umstände nach wie vor erfreuen können. Und während auf der einen Seite Weihnachtsmarktbesucher polizeilich nachgestellt wird und wie gesagt, es Demonstrationen von Corona-Skeptikern verboten und knallhart aufgelöst werden mit Platzverweisen und allem Möglichen, findet aber gleichzeitig in Leipzig-Konnewitz, weil es ist ja keine Corona-kritische Demo, entsprechende Kundgebungen der Antifa statt, wo es dann natürlich erwartungsgemäß auch, wer kann sich darüber wundern, zu Ausschreitungen kommen, zu Böllerwürfen gegen die Polizei und so weiter und so fort. Ja, Prost Mahlzeit, da wissen wir ja, wo uns der autoritäre Staat hinführt. Solange ich nur artig Maske trage, mich an die Regeln halte, die Klappe halte und dementsprechend mich nicht auf solche Demonstrationen begebe, solange kann ich dann zu Hause sitzen, ich kann arbeiten gehen, das ist mir nach wie vor gestattet und ich darf konsumieren, am besten natürlich bei den, oder eigentlich fast ausschließlich jetzt nur noch bei den Online-Versandhändlern. Der Mittelstand wird kaputt gemacht, die kleinen Händler werden kaputt gemacht. Die Kollateralschäden, die Folgeschäden dieser Politik, die sind noch gar nicht absehbar, übrigens auch in gesundheitspolitischer Hinsicht. Ja, angesichts all dieser Widersprüchlichkeiten, dieses Totalversagens der Politik, da wundert sich dann ein Herr Blome, nicht? Wir sprachen ja eingangs darüber, da wundert sich ein Herr Blome darüber, dass es dann auch eine Impfskepsis gibt. Ja, selbstverständlich gibt es die. Ein Impfstoff, der in Rekordzeit letztlich entwickelt wurde.
Natürlich ist es so, dass sogar, das hat man jetzt durch Umfragen auch entsprechend festgestellt, gerade auch beim medizinischen Personal, bei den medizinisch Vorgebildeten, die Skepsis am größten ist von allen. Ja, warum ist denn das wohl so? Man hat bei den in Großbritannien eingesetzten Impfstoff beispielsweise, hat man festgestellt, dass es dort entsprechend allergische Reaktionen gab. Man musste diese Testphase unterbrechen. Das können alles natürlich weniger Einzelfälle sein, das können normale Komplikationen sein, wie sie bei jeder Impfung auftreten. Es kann aber letztlich natürlich auch ganz anders ausgehen. Und auch dieses immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, in moralisierender Hinsicht, wie es der Herr Blome hier sagt, die gesamte Republik möge mit dem Finger auf sie zeigen, auf jene, die nicht bereit sind, sich hier sofort freiwillig impfen zu lassen. Ja, genauso gut könnte man dann sagen, wenn Komplikationen auftreten, wir zeigen mit dem Finger auf Sie, Herr Blome. Was ist denn dann? Was ist, wenn die Sache schief geht? Was ist, wenn es am Ende Langzeitfolgen gibt, wenn Unfruchtbarkeit die Folge ist beispielsweise, weil da entsprechende Immunreaktionen erfolgen, die dann genau die Autoimmunreaktionen erfolgen und dementsprechend es diese Wirkung hat. Was ist, wenn wir bei Allergikern verstärkte Reaktionen beobachten müssen und es am Ende tatsächlich zu schwerwiegenderen Auswirkungen kommt? Ja, in einem Fall Gesichtslähmungen hat es häufiger gegeben, verschiedene Nebenwirkungen hat es gegeben. Bei 88% der jüngeren Testpersonen bei dem britischen Impfstoff hat es immerhin kleinere Nebenwirkungen gegeben. Wer kann denn genau sagen, was am Ende tatsächlich passieren wird? Sollen wir dann uns dann auch moralisierend hinstellen? Also es ist eine Frage, die sehr schwer zu entscheiden ist. Und der entscheidende Punkt ist ja der, dass eine Impfung immer so etwas ist wie eine vorsätzliche Körperverletzung. Und zwar nicht, damit meine ich nicht den Pieks der Spritze, sozusagen. Das meine ich gar nicht. Ich meine, dass es im Wesen der Impfung liegt. Und ich will das auch gar nicht dramatisieren in irgendeiner Weise. Wenn eine ordentliche Risiko-Nutzen-Abwägung stattgefunden hat, dann ist es in Ordnung. Aber entscheidend ist, dass es freiwillig bleibt. Denn das Wesen einer Impfung besteht darin, dass man gesunde Menschen vorsätzlich krank macht, idealerweise auf einer Mikroebene, wo sie es kaum merken, um eine Immunreaktion des Körpers hervorzurufen. Und ein Impfstoff ist dann zu gebrauchen, Sie sehen, ich bin kein genereller Impfgegner, aber ein Impfstoff ist dann zu gebrauchen, wenn die Wirkung bewiesen ist und das Risiko erwiesenermaßen sehr, sehr gering ist und sehr, sehr selten etwas passiert, wo man sagt, das ist nun wirklich eine Wirkung, die wir um jeden Preis vermeiden wollen. Dann kann man es letztlich moralisch, ethisch sozusagen rechtfertigen, Menschen zu impfen. Und auch nur dann, wenn sie es freiwillig mit sich geschehen lassen. Doch jetzt werden dann eben dementsprechend Situationen geschaffen, in denen die Leute sich gewissermaßen gezwungen fühlen werden, sich impfen zu lassen. Ich führte das ja am Anfang auch schon aus, einfach um ihren Beruf weiter ausüben zu können, um in ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt zu werden, etc. pp. Und dann stellt so jemand wie ein Herr Blome sich hin und wünscht sich gesellschaftliche Nachteile für alle, die sich nicht freiwillig impfen lassen wollen. Ausdrücklich wünscht er die. So, und da habe ich mir mal überlegt und haben wir uns von der Redaktion, in der Redaktion Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Ist ja nicht der Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt? Ja, Sie horchen vielleicht auf, weil Volksverhetzung, dieser Paragraph wird meistens eingesetzt oder eigentlich ist mir nur bekannt, dass er eingesetzt wird gegen politisch Andersdenkende, wenn die angeblich irgendwie Volksverhetzung betrieben haben, weil sie fremdenfeindliche Sprüche beispielsweise von sich gegeben haben. Ja, aber vielleicht kommt man ja mal auf den Gedanken zu prüfen, ob Volksverhetzung sich auch gegen das eigene Volk richten kann. In dem Fall gegen Corona-Kritiker, gegen Skeptiker, die sagen, ich will das nicht mit mir machen lassen. Und deshalb fordere ich Sie dazu auf, lassen Sie uns doch mal gemeinsam ausprobieren, ob unsere Staatsanwaltschaften dazu bereit sind, ob unsere Gerichte dazu bereit sind, auch mal so einen Hetzer dementsprechend zur Verantwortung zu ziehen wie diesen Herrn Blome.
Denn es ist Volksverhetzung aus meiner Sicht, ganz eindeutig. Paragraph 130 Volksverhetzung sagt, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, das trifft nicht zu, aber gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordert oder die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung und so weiter, wegen seiner Zugehörigkeit hierzu zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet. Der wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Na, dann wollen wir noch mal sehen. Nicht? Sie sagen hier, Sie wollen gesellschaftliche Nachteile, Herr Blome, für alle, die sich nicht freiwillig impfen lassen wollen. Da fordern Sie doch zu Willkürmaßnahmen letztlich auf. Sie wollen, dass es für diese Menschen gesellschaftliche Nachteile geben möge. Sie beschimpfen diese Menschen auf diese Art und Weise. Sie sagen, zeigt mit dem Finger auf sie. Im Grunde ist das doch zum Hass aufstacheln, verleumden, böswillig verächtlich machen. Also da haben Sie nicht nur die Tatbestandsmerkmale alternativ erfüllt, Sie haben sie gleich alle kumulativ erfüllt. Paragraph 130 Volksverhetzung. Und deshalb, liebe Zuschauer, fordere ich Sie dazu auf, auch im Sinne einer sachlichen Debatte, solchen Leuten mal hier endlich das Handwerk zu legen oder es zumindest zu versuchen. Und deshalb werde ich jetzt gleich eine entsprechende Strafanzeige fertigen und der Deutsche Stimme Verlag stellt Ihnen, Sie werden es dann auch im entsprechenden Bewerbungstext, im Beschreibungstext finden, ein PDF-Dokument zur Verfügung, das Sie sich runterladen können, das Sie ausfüllen können, einfach ausdrucken können. Und dann können Sie das an die Staatsanwaltschaft Köln schicken, denn dort ist der Sitz des Senders RTL, wo der Herr Blome arbeitet. Und dann wollen wir noch mal sehen, welche Antwort von der Staatsanwaltschaft kommt, ob man überhaupt bereit ist, dort zu ermitteln oder ob der Volksverhetzungsparagraf wirklich nur dazu dient, unbequeme Meinungen platt zu machen, auf Deutsch gesagt. Wir leben offenbar in einem autoritären, man möchte schon fast sagen, in einem totalitären Staat, aber die rechtlichen Möglichkeiten, die uns hier gegeben sind und die der Paragraph 130 Strafgesetzbuch hier uns an die Hand gibt, da wollen wir doch den Spieß einfach mal rumdrehen und hier das einfach mal versuchen, ob man auch jemandem wie dem Herrn Blome, der hier so hetzt gegen Menschen, die anderer Meinung sind, auch einfach mal dementsprechend aufzeigen können, dass er hier deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja, und jetzt möchte ich noch etwas versöhnlicher enden, liebe Zuschauer, denn letztlich ist es so, wir sind in der Vorweihnachtszeit. Ich möchte, dass die Menschen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, an Weihnachten als Familie zusammen sein können, feiern können, dass man sich in die Augen schauen kann, dass man vernünftig miteinander diskutieren kann. Auch dann, wenn man hier völlig anderer Meinung ist, was die Maßnahmen angeht. Aber eines ist klar, jemand wie Herr Blome, das ist ein Brunnenvergifter. Das ist jemand, der wirklich die Leute aufhetzt, hier mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und bitte helfen Sie mal mit, an diesem Punkt ihm hier ein deutliches Stoppschild vor die Nase zu halten. Das ist mal dringend geboten, dass man sich die Dinge hier nicht immer alle so gefallen lässt, wie sich das die Herrschenden vorstellen. Bis dahin, wir werden sicherlich vorher noch mal vor Weihnachten noch einmal voneinander hören oder sehen, denn wir wollen es dann doch etwas friedlicher noch ausklingen lassen. Aber jetzt wollen wir erstmal tätig werden, also schauen Sie sich bitte die Verweise im Beschreibungstext an. Vergessen Sie nicht, dementsprechend Ihr Gefällt mir zu hinterlassen, unsere Kanäle zu abonnieren, sich zu informieren, über unseren Telegram-Kanal beispielsweise, sich in unseren Rundbrief einzutragen. Und machen Sie bitte mit, denn hier geht es wirklich darum, dafür zu sorgen, dass man sich nicht alles gefallen lässt, sondern sich die Freiheit des Denkens und der eigenen Anschauung bewahrt. Ihnen alles Gute, bis dahin, bis zum nächsten Mal.